So, wollen wir mal gucken. Wir müssen ja hier durch das Klo. Na, komm. Mann, wie kann ich denn das letzte... Ich will mal kurz in den Steuerungen noch mal was gucken. Wie ich das letzte... ich habe vor allem auch ganz gut, dass ich zwischendurch mal eine kurze Pause gemacht habe und jetzt nicht einfach paar Stunden so aufgenommen habe. Wechseln. Achso, ja, da war ja was. Sondern einfach mal alles. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Yay! Bug gefunden! Ich... Teddybär. Die sind schon so ein bisschen creepy, aber die tun mir auch irgendwie so ein bisschen leid. Ist eigentlich ganz gut. Ah, super. Ja, ich würde ja gerne. Drücke L, um aufzustehen. Mach ich doch. So, das sind die Little Sisters. Die werden ungefähr... speichern. Ja, das sind die Little Sisters. Die das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Adam und er beschützt sie dafür. So. Haben wir die Erklärung bekommen. Ich bin lieb. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Super. Kann man auch machen. Drücke, um das Spiel zu speichern. Super. Ja, komm, überschreiben wir mal. Ist eigentlich ganz gut, was ich eben sagen wollte. Der Andrew hatte mich, der Atlas, hatte mich da ja gerade ein bisschen unterbrochen. Ist eigentlich ganz gut, dass ich hier nochmal Dingsbums gemacht habe. Kurzen Cut. Hab gemerkt, dass meine Stimme so ein bisschen übersteuert ist. Goldene Filmrollen. Du hast eine Folge von Kommentare des Regisseurs freigeschaltet. Spiele sie jetzt ab oder schau sie dir später über das Hauptmenü an. Achtung, Spoiler. Die Kommentare enthalten eine ausführliche Diskussion der Geschichte einschließlich ihres Endes. Spieler, die Bioshock das erste Mal spielen, sollten zunächst das Spiel zu Ende spielen. Dann guck. Ja, dann später. Super, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein cooles Achievement, aber nee, gut, von mir aus. Also für mich ist das ja kein Problem. Oh, Thunder Currents, Happy Chappy. Ich glaube, das war so eine Art Strip-Lokal. Oder Tanz-Location, je nachdem, wie man das halt nennt. Gibt es hier irgendwas? Jo, Kuchen mit Cremefüllung. Keine Ahnung, warum die hier alle, möchte ich den Zombies alle hier so Küchlein dabei haben. Ja, hallo! Ja, ich nenne das Lendenstück. Wie gesagt, beim ersten Part war ich ein bisschen übersteuert. Musste man halt alles neu testen. Glaube ich zumindest. Hat sich zumindest so angehört. Oh. Ja. Okay. Ich muss da lang, aber ich will mich erst nochmal umgucken. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu finden. Nee. Kriminett.
Ich spiele heute so lange, wie ich Bock habe und schneide mir das dann später zurecht. Ja, das Klo, das sieht doch ramponiert aus. Ja, dann wäre, ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn mein Klo auch so ramponiert wäre, dann würde ich aber auch hier irgendwann mal hier die, würde mir auch irgendwann mal die Hutkrempe hier losgehen. Waschbecken, 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 okay. Bandagen, lecker. Erstmal auf dem Klo. Na gut, wenn das Klopapier ausgeht, ne, dann muss man... das will ich gar nicht wissen, was da passiert ist. Oh nein. Charles, ich brauche meine Tampons. Hier ist am Klo. Explodierende Monatsblutung. War das wirklich Frau? Wäre cool. Nee, Gentleman, okay. Da sind wir hier drüben bei den... Gents, schon wieder? Gibt ja gar keine Damen. To Medical. Zu den Medizinern. Okay. Supi-dupi. Kisten. Nix. Nein. Dollar nehme ich, aber jetzt zwei Pullen Whisky möchte ich mir jetzt nicht hinter die Binde kippen. Sicherheitsalarm ausgelöst. Oh, was das denn jetzt? Ich will doch nur hier raus. Ich hätte mich, glaube ich, am liebsten ertrinken lassen sollen. Wow. Nein, man hilft mir schon. Ich hab sie dran. Es ist Ryan. Andrew Ryan, verdammt nochmal. Er hat uns gefunden. Verflucht. Springt er gerne alle rein. Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Warum war mir das irgendwie so halbwegs klar, dass wir hier nicht so einfach vorbeikommen? Haben wir jetzt wenigstens Ruhe? Eieiei, das ist ja unglaublich. Hier hast du nicht einmal Ruhe. Shit. Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Ja, super. Erzähl mal, für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Ja, das war also Andrew Ryan, die kleine Drecksau. Der hat auch überhaupt keine Ahnung, wer wir sind. Oh. Das war schon ein bisschen knapp. Jo, ich hab's mir hier so ein bisschen gemütlich gemacht mit einer kleinen Schale Cookies und Chips und was zu trinken. Und... Jo, wollen wir mal gucken, ne? Speichervorgang läuft. Bitte den PC nicht ausschalten. Ja, ich habe jetzt nichts Besseres zu tun, außer jetzt den Dingsbums rauszureißen. Stromschalter. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. Okay, benutze den Notzugang. Dr. Steinmans Praxis für plastische Chirurgie. Okay. Rollstuhl. Ich glaube, den werden wir auch noch einigermaßen kennenlernen. Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. Ah, untersuchen. X-Hacken. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Platten für die Rolle. Okay, das ist so ein kleines Puzzlespiel. Wir müssen dahin. Okay, die Rohre können wir auch nicht ändern.
Ah, hier. Okay, so haben sie das gemacht. Finde ich es ein bisschen komisch, dass sie das so gemacht haben. Aber na gut. So. Das ist auf unserer Seite. Ist aber schon ein bisschen angeschlagen. Aber es ist immer gut, einen gehackten Sicherheitsbot auf seiner Seite zu haben. Okay. Bandagen. Wir sind mit Verbandskästen voll. Ryan und Adam. Adam und Rice. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich Ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Okay. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Ist sie das? Nein. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Der Steinman, so, ist also ein Doktor, auf den die Frauen vertrauen, glaube ich. Aber wir wollen den Teufel ja noch nicht, an die Wand malen. Beziehungsweise sagen wir, mal ehrlich, wir wollen ja noch nicht, wir wollen das Schwein noch nicht verkaufen, bevor wir es erlegt haben. Wildschwein natürlich. Wenn du durch den Notzugang willst, musst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. Ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Gut, wir haben jetzt ein Maschinengewehr. Natürlich im richtigen... Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Da kommen sie! Ja, das kriegen wir schon hin. Na, kommt mal her zu Papi. Ich bin doch da! Ja, wo bist du denn? Wo kommst du denn überhaupt her, Mädchen? Du stehst nicht über mir, du stehst unter mir. Ich bin hier. Blut ist noch gleich ganz woanders da, wenn ich mit dir fertig bin, du olle Zippe. Gut. Was geht denn hier? Mädchen, was hast du denn da für schöne Strapse an? Und ein Rock. Oh, Ladies, das ist ja sexy. Also, auf der einen Seite... Also, ich würde sagen... Also richtig schön sind die jetzt nicht, ne? Da ist ordentlich was schief gelaufen. Ach Mädchen, noch nicht so eine aufreizende Pose. Mensch, da musste erst das Fleisch ein bisschen zart kloppen. Gut. Ja, das war glaube ich mal eine Medistation. Einfach alles reinsemmeln. Was mit den Dingen auf sich hat, werden wir auch noch kennenlernen.
blöd gelaufen, würde ich sagen, Mädchen. Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Ich glaube, der Steinman hat ordentlich auch genauso einen Schuss weg. Above all, do no harm. Jonathan Steinman. Glaube, der will einfach... Der weiß nicht, wann genug ist. Das ist halt immer so das Problem. Nein. Die bleiben knackig. Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektro-Mode triffst. Okay, ich muss nach oben. Hacken. Das wird jetzt nicht so geil. Gut, der ist jetzt auf meiner Seite. Oh, musst du halt aufpassen. Okay, der Bot macht das schon. Ist zwar nicht die feine Englisch, hätte ihn lieber gerne auf meiner Seite gehabt, aber okay. So, gut. Läuft eigentlich super. Da noch irgendwas? Jo. Warte mal, wenn da ein Verbandskasten ist, warum komme ich da nicht rein? Kann mir das bitte mal einer verraten? Bandagen und Kohle und irgendwelche Menschen. Ich würde mal sagen, die haben hier alle einen an der Waffel. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, Steinman mal wieder... ist die ganze Zeit so am Fliehen vor der Moral und allem drum und dran. Aber ich glaube, wenn ich mir diesen Steinman so angucke, ich glaube, das ist ein Mensch, der eigentlich gar nicht dem diese, ich sag's mal, wie soll ich denn das nennen, diese Moralteile gut getan haben. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei gesagt, wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. So, die Dr. Tenenbaum.